Herzlich willkommen bei Mika Caravan bei uns auf dem Kanal in Dingesbühl. Schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich ganze drei Themen, wo uns brennend interessieren oder wo ich euch zeigen möchte. Also zum ersten möchte ich hier mich ganz, ganz herzlich bedanken bei der Firma WCS in Goch und bei der Firma Frankana. Großhandel für Campingzubehör und da kamen mega, mega tolle Sachspenden. Vor allen Dingen von Götz WCS, die haben also wirklich eine ganze, ganze Palette geschickt. Wenn euch interessiert, was in der Palette drin war, dann bleibt unbedingt dran, weil dann zeige ich euch das, wie unsere Mädels das verladen und umgepackt haben und dann erfahrt ihr, was da drauf war. Echter Hammer. Ganz lieben Dank, Götz, an der Stelle, weil es ist alles heute ja leider nicht selbstverständlich und das hilft bestimmt. Und da werden auch viele Menschen sich drüber freuen. Zum Zweiten natürlich ein bisschen Technik. Was war heute in der Werkstatt los? Was haben wir in unserem Hobby da hinten verbaut, der sehr komplex ist zum Bauen, weil er sehr eng ist, sehr, ja, da ist echt schwierig reinzukommen. Da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen, das möchte ich euch zeigen. Und dann natürlich wieder einen neuen Stand von unserem Solartest, weil da ist mir zugegebenermaßen, aufmerksame Zuschauer haben es gemerkt, ein kleiner Fehler unterlaufen in der tatsächlichen Berechnung bei Pro Watt Peak. Das habe ich aber korrigiert, weil das geht gar nicht. Ich habe da bloß nicht groß reagiert. Die Kommentare habe ich ja freigegeben. Ist natürlich mir passiert, weil ich habe das immer durch einen Einheitswert geteilt und nicht durch den tatsächlichen Wattpeak-Solartrag. Das habe ich alles geändert. Hat sich aber nichts geändert an der Reihenfolge der Platten. Natürlich sind sie alle ein bisschen enger zusammengerutscht, ganz klar. Aber das schauen wir uns jetzt dann gleich auch in dem Zuge nochmal näher an und tut mir leid, dass mir der Fehler passiert ist. Entschuldigt bitte, sollte nicht passieren, aber im Eifer des Gefechtes und was wir ja alles zu tun haben, schnell, alles muss immer schnell passieren, ist der Fehler einfach durchgerutscht. Aber jetzt sind wir auf dem aktuellen Stand und da möchte ich euch jetzt nahezu Ende März zeigen, wie es da ausschaut. Und ja, das sind die drei Themen und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Verladen und mit der tollen Palette. Ganz lieben Dank. Auf geht's. Ja, hier sehen wir die Palette. Die wurde gerade angeliefert. Da hinten ist noch der LKW. Wahnsinn. Also eine riesen Palette. Brutal, oder Schatz? Also echt verrückt. Ukrainenspende und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mega, mega begeistert und ich denke, wir schauen doch einfach mal, was da drin ist und packen das ganze Ding jetzt einfach mal aus. Ja, meine Frau fängt schon fleißig an. Ist natürlich, wir sind natürlich auch neugierig, was ihr da uns geschickt habt, beziehungsweise was ihr da verpackt habt. Ich muss zugeben, ich wusste ja, dass eine Palette kommt. Der Götz hat das ja in seinem Video angedeutet und aber da kam die nicht so groß rüber. Also ich bin echt überrascht, was auch hier die Firma WCS sich wieder geleistet hat, beziehungsweise sich leisten wollte. Und ich finde es auch ganz, ganz mega und dafür auch ganz lieben Dank an euch, dass ihr überhaupt sowas mitmacht oder dass ihr überhaupt die Spende hier zu uns liefern habt lassen. Wir beladen jetzt heute noch den LKW und dann starten wir auch schon in die Richtung und also Wahnsinn. Also es schaut echt top aus und ich bin mega geblättet. Allein schon verrückt. Ich bin sprachlos. Ganz lieben Dank. Nagelneue Schuhe. Echt geil. Was haben wir hier? Wow, Wahnsinn. Sehr schön. Ey, ihr seid verrückt, liebe WCS-Leute, weil das ist ja alles nagelneue Ware. Das ist ja der Wahnsinn. Krass.
Schuhe. Ihr seid verrückt. Leute, ihr seid verrückt. Alles nagelneue Schuhe. Schuhe für groß und klein. Oh, ist das geil. Mega. Ja, das ist ja cool, da brauchen wir gar nicht viel umpacken. Einfach beschriften. Lass mal gleich so genau beschriften. Da schreiben wir bloß die Größen vielleicht drauf, damit wir das gleich perfekt. Cool, unser Sprinter ist nämlich gerade beim Laden. Und das zeige ich euch dann nochmal. Wir sortieren jetzt nochmal alles hier durch. Ich sage schon mal einen ganz, ganz, ganz lieben Dank an die Firma WCS. Und mega, also wir sind echt geblättet. Das ist echt der Hammer, dass das alles nagelneue Ware ist. Also das hat ja auch wieder echt Haufen Geld kostet. Also lieber Götz, ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön. Liebe Grüße aus dem Gipsbühl. Und von uns ganz liebe Grüße. Also das ist echt mega. Da habt ihr ganz viele Kinder und auch Erwachsene schön glücklich gemacht. Hammer. Sehr schön. Super! Leute, schaut euch das an. Das ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt wirklich hier einen kompletten Sprinter voll mit allem, was man braucht. Also echt der Wahnsinn. Viele, viele Medikamente hier auch. So Notfalltaschen, Kinderwägen, Kühltaschen. Hier Haufen Wasserkanister, was man alles brauchen kann. Haufen Isomatten und, und. Also echt verrückt, Leute. Das ist phänomenal. Also ihr seht, das Ding ist echt kein kleiner Sprinter. Das ist echt Wahnsinn, was da alles reingeht. Und der wird jetzt noch gar vollgeladen mit den WCS-Spenden, die jetzt hier gerade noch verladen werden. Ach, schau an, der Camper Tobi ist auch da, der hilft jetzt auch mit. Jetzt hat er erst den LKW beladen und jetzt belädt er hier in Hubwagen. Das war jetzt Fake. Ja, dass du da bist und arbeitest, ist ja Fake. Das ist auch Fake, aber guckt euch mal das an. Das ist der Wahnsinn, gell? Was für Hammerschuhe. Ja, das sind nagelneue Schuhe. Guck mal, die Kinderschuhe. Du musst dir das echt zeigen, Michael, entschuldige. Ich will mir ja nicht in fremde Videos eindrängen, aber der werde ich ja echt zum... Och, ist das süß! Ja, voll. Die sind auch voll cool. Gut. Ja, da freuen sie sich bestimmt. Geil, danke. Also das ist echt mega. So, weiter geht's hier. Das ist echt alles mega. Gib mal schneller Arbeit, damit es so ausschaut, als ob ich wieder was tun würde. Aber Tobi, du weißt, ne, wenn wir arbeiten, bringt nicht zu viel durcheinander aber hier. Ich habe schon fleißig heute, ich habe einen Videobeweis gemacht. Weil meine, ja, meine Mädels sind aber schon echt tough. Also ich geh, tschüss. Und das kommt jetzt alles noch, whoops, hier rein. Aber Tobi, ja, eins, kannst du, weil eins kannst du nur machen, weil das kannst du. Ja. Aufkleber kleben. Ja, hier. So genau, was, sowas. Logischerweise auch da drüben drauf und wir stehen ja dazu. Ja. Weil es hat wahnsinnigerweise, darf man das jetzt erzählen mit dem ja Kanal, na klar, ein Ticker Männer bekommen, ja, dass es Übergriffe auf ja Transporthilfskonvois ja gegeben hat von russischen ja Fahrzeuglenkern. Oder das war bei Ansbach oder Ansbach irgendwo war das. Richtig akut eine Polizei und Schlägerei. Und ja. Und das finde ich echt nicht übel. Und darum stehen wir dazu, wir machen auch die Aufkleber drauf, weil tut man sich auch ein bisschen leichter an der Grenze. Ja, soll ich den hier drüber machen? Ja. Ich will niemand beleidigen, wir machen es hier hin. Also das über Auto, das tolle Leihfahrzeug, oder? Da mache ich einen extra Bericht. Das wird die schlimmste Roomtour aller Zeiten. Also ich meine, das Auto kostet ja echt Geld, wenn man sich das mietet. Und da finde ich das schon echt krass, dass man sowas hier dann in der Vermietung kriegt. Also das ist schon echt heftig. Siffig, schmuddelig, rundum. Also, gut. Leute. 2 Jahre alt, 50.000 Kilometer. Geht gar nicht. Die Karre schaut aus, das ist der Wahnsinn. Ganz davon abgesehen, dass es Kunden gibt, die sowas haben. So. Ja. Herhunzen, sagt man in Bayern. Ja. So, jetzt bin ich aber raus. Ja, vor allem, dann sollen sie es ja wenigstens notdürftig reparieren lassen, neues Blinkerglas und wieder einen Kotflügel hinmachen, damit man, aber gut. Ich habe ihn abgeholt nach 10 Kilometer, 15 Kilometer, hat mir ja die klar Polizei rausgezogen. Ja, klar, Autobahn, weil du schaust, ja, logisch, das geht ja gar nicht. Konnte ich Gott sei Dank belegen. So. Aber egal. Er muss wieder nichts arbeiten. Ja, er muss wieder was schaffen. Nix. Damit es hier endlich vorwärts geht. Ich diese Verkabelung an, also das ist wieder echt der Wahnsinn. Wir haben hier in dem Fahrzeug verbaut 2x 100 Amperestunden Lithium von der Firma WCS. Ihr habt es hier stehen, das sind die Euro
Batterien, die man auch 1:1 letztlich nehmen kann mit den Polklemmen. Warum habe ich hier die genommen? Weil die einfach von der Höhe her und von der Größe her besser reinpassen. Und darum haben wir die hier dementsprechend verbaut. Hier sehen wir die Starterbatterie, weil wir haben hier einen Ford. Darum haben wir keinen Platz gehabt, weil hier haben wir ja die ganzen anderen Geräte, Ladegerät. Und hier haben wir den ganzen Sicherungskasten für 12 Volt. Und hier haben wir dann noch zwei schöne Verteiler aufgesetzt. Einmal Masse und einmal Plus. Da kommen dann noch unsere neuen Deckel drüber, also unsere neuen Masseverteiler sind es, wo dann dementsprechend so drüber kommen. Einmal rot und einmal schwarz für Plus und Minus. Also das war hier schon wieder richtig viel Arbeit. Wir sind dann hier mit den ganzen Kabel rumgegangen. Was hat er noch gekriegt, außer die Lithium? Natürlich hier noch einen Wechselrichter. Hier haben wir entsprechend das Lüftungsgitter reingemacht. Dann hat er hier noch Solarkriegt. Das kommt hier oben runter. Da haben wir die Rückplatte demontiert, weil die Solarregler brauchen ja auch noch Platz. Da schneiden wir die Rückenplatte aus, dann kommen die Solarregler dahinter hin und dann müssen wir hier noch mit die Kabel sauber hier vorlegen. Also nur, dass man sieht, es ist hier wieder richtig viel Arbeit bei sowas. Also mal geschwind zwei Batterien und Solar- und Wechselrichter einbauen ist da nicht, weil hier werkeln wir schon die ganze Zeit, weil das natürlich schon echt heftig Arbeit ist. Alles zerlegen, alles ausschneiden, anpassen, schön vorsichtig arbeiten, damit man halt nichts kaputt macht, weil es ein sehr schönes Fahrzeug ist. Also es ist schon echt immer viel, viel Arbeit. Aber es macht mächtig Spaß und wichtig ist, der Kunde hat dann das dementsprechende Ziel und wird da eine ganze Ecke in die Autarkie hinein. Hier haben wir ein Hobby, ist ein schönes, schnuckliges, kleines Fahrzeug, also muss man echt sagen, gefällt mir sehr, sehr gut, ist richtig schick und wendig und ja, hat wirklich was. So, ich hoffe, ihr könnt alles erkennen und ihr seht alles. Ihr seht, der Solartest geht jetzt runter bis zum 24. März. Soweit haben wir das jetzt einmal eingespielt. Hier haben wir den 24. März. Die Erträge habe ich jetzt einfach mal alle hier schön sauber eingetragen. Und ja, ist kräftig was rum. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich habe die Module nicht gereinigt. Also die sind immer noch mit Sahara-Staub und allem drum und dran. Die blende ich euch das nächste Mal ein. Wobei ich die dann aber mal zwischenzeitlich wieder sauber mache, weil viele von euch haben ja auch ihre Dächer geputzt nach dem Haufen Sahara-Staub. Aber trotz Sahara-Staub, muss man sagen, trotz dem Sahara-Dreck, ihr seht ja die Erträge, 360, 420, 380, ne? Also trotzdem kommt noch richtig Solar runter, also das, oder Energie runter. Also das finde ich schon echt phänomenal. Ja, was hat sich entwickelt? Also ich habe euch ja schon angeteasert, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe hier in der Zeile alles geteilt durch 120 genommen. Ich möchte es jetzt korrigieren. Die Platte ist 120 durch 120. Die Platte ist 130, ihr seht hier oben habe ich 130 stehen. Die Platte hat 125, wird das Ergebnis durch 125 geteilt. Und so geht es weiter. Dieses Ergebnis wird durch 130 geteilt, ist eine 130er Platte. Genauso wird dieses Ergebnis dann durch 130 geteilt, weil das auch eine 130er Platte ist. Also das nur mal zur Richtigstellung. Da ist ein Fehler von mir gewesen, weil ich habe einfach die Formel einmal durchkopiert und habe vergessen, die zu ändern und zu korrigieren, weil die erste hat 120. Drum wurden alle Ergebnisse durch 120 geteilt, was natürlich falsch ist. Das habe ich aber richtig gestellt. Und nun haben wir die richtigen Ergebnisse. Also fangen wir von an. Die SunPower hat bis jetzt pro Wattpeak, Wattstunde, pro Wattstunde 74,08. Die sind natürlich jetzt alle ein bisschen zusammengerutscht. Das heißt, das Hochvoltmodul von Götz, die 130, runtergerechnet wieder, hat 79,38. Dann das ActiveWire-Modul vom Götz, 125 Watt Peak, hat 76,56. Und also ich muss wirklich sagen,
sorry, ich muss es beim Namen nennen, weil ich mache hier einen wirklichen Live-Test. Ich bin aktuell ein bisschen enttäuscht. Der Test geht jetzt vom 19.02. bis zum 24. März. Und die Blackline von der Firma Büttner ist mit Abstand, mit ganz großem Abstand, leider echt die schlechteste. Obwohl die auch 130 Watt Peak hat. Und ich bin da so ein bisschen entsetzt, weil die hat nur 70. Was ist da los? Also das ist mir ein bisschen ein schleierhaftes Ergebnis. Ich bin jetzt vielleicht gespannt. Natürlich darf ich jetzt überhaupt noch kein Urteil abgeben, weil das ist ja nur eine Momentaufnahme über den einen Monat oder ein bisschen mehr wie einen Monat. Wir haben ja gesagt, wir machen diesen Langzeittest über 365 Tage. Und da müssen wir mal gucken. Vielleicht hat die natürlich noch irgendwo anders ihre Stärken versteckt. Das Jahr ist ja noch nicht rum. Und alle Witterungs- und Temperaturerlebnisse haben wir auch noch lange nicht durch. Also da kann ja noch was passieren. Und für mich dennoch immer wieder eine Überraschung ist das JWS-Modul mit 76,54. Also auch echt der Hammer. Also muss ich wirklich sagen. Finde ich in der Zeitspanne schon gravierend gut. Wobei auch da muss man natürlich fair sein, da muss man auch sagen, da weiß man auch nicht, wie bei der Blackline, wie sich das übers Jahr hinweg, wie sie mit Hitze klarkommt zum Beispiel, vielleicht fällt sie da oder bricht sie da total ein. Also das kann man auch noch nicht sagen, das wird man ja dann erst sehen, letztlich, wenn das Jahr rum ist. Aktuell ist der Stand so, dass man natürlich als erstes, bestes Modul vorerst immer noch die WCS-Platte mit 130 Watt Peak haben. Darauf folgend die ActiveWire mit 125 Watt Peak und darauf das JWS-Modul mit 130 Watt Peak. Dann geht es hier nach vorn mit der SunPower, mit der PEC-Kontaktzelle mit 120 Watt Peak und ja immer runtergerechnet auf 1 Watt Peak. Ne? Also das ist ja immer 1 Watt Peak erzeugt in der Zeit so und so viel Watt Stunden, sprich 5,7 Ampere und so weiter. Also das ist ja alles runtergebrochen, sodass auch wirklich alle Platten gleich gewertet werden. Also nicht sagen, ja, die hat ja 130 und die hat 120. Nein, ist ja alles runtergerechnet. Also von dem her, bitte beachten, das ist schon alles fair und legitim. Und das ist dann Platz 4, die PEC-Kontaktzelle von SunPower. Und dann kommt auf Platz 5 und die letzte die Büttner. Das muss man leider ganz klar so sagen. Ich finde das Ergebnis schon interessant, was man da so auslesen kann und was man da so mitkriegt. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was die einzelnen Platten dann natürlich in der Hitze, in der Kälte, im Sommer, wenn die Sonne anders steht, was sie da dann tun, wie sie sich da weiterentwickeln. Aber für mich ist da schon eins klar, die Schindelmodule, Schindeltechnologie, die manche andere ja Schwindeltechnologie nennen, finde ich immer noch mit am besten, was ja auch hier belegt ist. Bis auf das günstige Modul, weiß nicht, was da drin steckt oder was da los ist, JWS. Da bin ich, wie gesagt, mal gespannt, was da abgeht. Und die vielversprechende Backkontaktzelle, naja, sie ist jetzt nicht schlecht, muss man auch sagen. Also sie hat ja einen guten Wert, trotz alledem, aber sie ist halt auch nicht das, was sie wirklich vorgibt zu sein. Viele von euch haben auch immer wieder geschrieben, ja, es wäre nur interessant, wenn man das runterbricht auf den Preis und hin und her. Ja, stimmt. Aber diese Ergebnisse oder diese Berechnungen möchte ich wirklich erst ganz am Schluss machen, weil wenn ich jetzt den Preis geteilt durch oder beziehungsweise auf den Ertrag umrechnen möchte, ob sich das rechnet, muss ich ja erst wissen, welchen Ertrag habe ich denn. Den habe ich ja jetzt aktuell noch nicht
Und darum möchte ich solche Ergebnisse dann wirklich erst am Schluss wirklich bekannt geben oder beziehungsweise errechnen, was da wirklich dann runter unterm Strich runterkommt. Oder vielleicht machen wir auch mal, wenn wir mal 3-4 Monate zusammen haben, dass man dann wirklich mal sagen kann, okay, jetzt habe ich mal 3-4 Monate, jetzt habe ich wirklich Erträge gehabt, wo man sagen kann, okay, nach 3 Monaten machen wir mal einen Schnitt und dann rechnen wir mal den Ertrag, was die Platten einzeln kosten. Habe ich ja auch schon preisgegeben, also das wisst ihr ja, was die Platten kosten, um dann festzustellen, ob es dann wirklich was für Platte mehr wert ist oder wie das dann da ausschaut. Ja, so viel zum Solam-Test, wie er steht. Also ihr seht, ich bin da fleißig weiter am Arbeiten und Machen. Also die Tabelle füllt sich täglich und ich halte euch damit ständig auf dem Laufenden und freue mich schon wieder auf das nächste Ergebnis. Ja, das war, was ich euch zeigen wollt von der Werkstatt, von unserem Auto, wo wir gepackt haben, wo wir fertig sind zur Abreise und wo wir auch gleich uns losmachen. Wir haben ein Ziel in Polen. Wir müssen mal gucken, wo es uns da genau hinschlägt. Der Tobi hat da schon ein paar Adressen und da werden wir dann die ganzen Spenden von euch und da bitte nochmal ganz, ganz lieben Dank. Wir werden die ganzen Dinge an einen Umschlagplatz fahren, weil ich sage jetzt ganz ehrlich, auch wir wollen uns natürlich nicht zu weit in die Region wagen und in die Gefährdung bringen, aber vor allen Dingen, die wissen genau, wo es da entlang geht. Wir haben ganz gute Kontakte dahin aufgebaut und auf die Umschlagplätze, mit denen sind wir auch täglich in Kontakt, was benötigt wird und so weiter. Und da fahren wir das Ganze hin und die freuen sich auch schon riesig auf uns. Und natürlich werde ich da auch ein paar Bilder nachliefern, ganz klar. Zum Nächsten, was unser Hobby betrifft, was ein bisschen in der Werkstatt abging. Richtig stolz bin ich auf unsere neuen Stromverteiler, die sind echt cool geworden. Von der Firma Airtune lassen wir die fertigen. Finde ich richtig klasse. Die Firma Airtune, die Firma, wo auch die Airtune-Filter macht und wo auch die ganzen kleinen Fläschchen macht, gerade fürs Wohnmobil, zum Luftreinigen, Flecken wegmachen und so weiter. Da machen wir auch mal wieder ein gesondertes Video, weil da ganz tolle Produkte immer dabei sind. Und dann natürlich guter Letzt unser Solartest, wobei ich da sagen muss, ich bin da ein bisschen stolz. Also ich bin da wirklich richtig stolz auf mich selber. Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sage, dass ich diesen Solartest angefangen habe. Warum bin ich da so stolz oder warum erwähne ich das jetzt so explizit? Weil sich bekannte YouTuber, die auch das Gleiche machen wie ich, jetzt denken, sie müssen sich über meinen Solartest dermaßen echauffieren, damit sie doch glatt ganze, ich glaube, 10 Minuten versuchen, sich darüber recht zu fertigen, wie toll ihr Produkt wäre. Und wenn man ein anständiges Produkt will, muss man nur dahin fahren und nur da bekommt man ein anständiges Produkt. Also ich finde es toll, gut gemacht und ich beglückwünsche das, weil das sagt mir, wie interessant für denjenigen mein Solartest sein muss, wenn man sich so darüber aufregt. Also ich finde es ein bisschen zum Schmunzeln, aber trotzdem sage ich danke dafür, für das, dass sich derjenige so aufgeregt hat, weil es ist schon fast eine Lachplatte, dass man 20 Jahre Erfahrung, die draußen ja breit rumfährt, darstellt und naja, egal, es ist einfach zum Lachen. Und auch da, weil da fiel auch so eine Bemerkung von Testzertifikaten. Also da muss ich ein bisschen lachen, weil auch über dieses Produkt, wo er hat, oder über diese Tests, wo er hat, weil er hat ja nur die Tests, wo er draußen dementsprechend macht, wo ja draußen rumfahren, also die Kunden, wo verbaut haben, was ja durchaus gut ist, ist ja auch ein tolles Produkt. Brauchen wir ja gar nicht drüber reden, weil ich hab's, will da gar nicht drüber. Aber ein Prüfzertifikat gibt es überhaupt nicht. Kann man natürlich
in unabhängigen Studien darüber kann man sich Prüfzertifikate erstellen lassen. Ja, wenn man das Geld in die Hand nimmt, alles gut. Ich mache hier einen authentischen Test für mich, für uns, den es interessiert. Alle, die es nicht interessiert, einfach weiterklicken, nicht angucken. Und die es interessiert, können vielleicht ihre Schlüsse draus ziehen, müssen sie aber nicht. Mich hat es interessiert, weil ich einfach nur sage, diese Tests, wo man alle auf YouTube findet, mal kurz drei Platten in die Sonne schieben über 10 Stunden oder über 3 Stunden oder über 2 Stunden, ist für mich kein Test. Weil ich kann damit nichts aussagen, weil die Sonne steht halt, wie sie steht, aber ich weiß nicht, wie verhält sich jetzt die Platte im Winter. Macht er den Test im Winter, weiß ich nicht, wie verhält sich die Platte im Sommer. Also das ist Quatsch. Normalerweise müsste ich da draußen 20 Platten hinlegen, ganz klar. Kann ich aber nicht, weil irgendwann kommt da mein finanzielles Budget am Ende. Und vielleicht mache ich ja nochmal einen anderen Test parallel, weil wir sehen, jetzt haben wir diesen angefangen. Ihr habt die Platten mit ausgewählt und jetzt lassen wir den einfach mal laufen. Und ich danke für das kurze Echauffieren für den Test, weil das sagt mir aus, dass ich auf meinen Test oder dass ich das richtig mache. Also in dem Sinn wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Begleitet uns vielleicht ein bisschen. Ich werde auf Insta und ja, Instagram ein paar Bilder und Eindrücke von unserer Reise und Dokumentationen. Und ich liefere nächste Woche dann definitiv die Fahrt nach. Also, ganz lieben Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Über einen Daumen freue ich mich natürlich. Genauso wie ein kleines Abo von euch. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die ganz tollen Kommentare von euch. Und bleibt gesund. Und Daumen nach oben freut mich immer. Also, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.